Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und es ist ein Flug und den hat sich ein netter Kollege von YouTube ausgesucht und ja, wir würden den jetzt gerne mal nachstellen. Ich bin jetzt heute alleine und wir fliegen von Bremen. Das ist hier Bremen mit Ryanair nach Alicante in Spanien. Das liegt an der Ostküste. Und wir wollen jetzt erstmal die Route planen. Es ist, falls ihr euch nicht auskennt, ein Flugzeug, das man sich kaufen muss. Und das ist die PMDG 737NGX. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Und wir sind jetzt hier im FSX und versuchen jetzt erstmal hier eine gerade Linie zu finden. Gerade Linie? Egal. Also, wir gehen auf FS Actions. Hier kann man sich erstmal ein paar Flugzeuginformationen aussuchen. Wir gehen jetzt mal auf Full, das heißt, wie viel Kerosin ihr mitschleppt. Ich mache jetzt mal auf Voll. Und Payload, wie viele Passagiere, mache ich auch mal voll. Also, wir sind voll besetzt mit Passagieren. Und ja, dann geht ihr auf FMC. Na gut, ich gehe jetzt auf FMC. Position Init. Und dann gebe ich mal Ref Airport ein. Wir sind am Bremen Airport. Da muss man hier diesen 4-Letter-Code eingeben. Das ist EDDW. Das gebt ihr ein. Und dann drückt ihr hier links auf das Zeichen für Ref Airport. Dann steht hier eure Koordinaten. Ihr geht auf Route und Origin. Gebt ihr das wieder EDDW ein. Bei Destination gebt ihr dann euren Ankunftsort ein. Das ist dann Alicante. Das ist dann L-E-A-L. Destination. So. Flight Number. Keine Ahnung. Jedenfalls. Ja. Ah, hier haben wir es. Im Next Page dann seht ihr hier die Via oder die Knotenpunkte, die ihr einbauen wollt. Ich mache das mal mit Airports und deshalb mache ich jetzt mal LELLX. Das steht für Luxemburg. Dann geht man auf 2. Dann LFLL, das ist der Lettercode von Lyon in Frankreich. Und dann noch LEBL, das ist Barcelona. Das sind die, über die ich fliegen will. Geht auf Activate, EXEC und dann könnt ihr hier auswählen, Profint. Altitude, ja, welche Höhe will ich gehen? 36.000, dann geht ihr, was? 360 eingeben. Und dann habt ihr das Flight Level 360. Okay, N1 Limit, Takeoff, dann gebt ihr 5 ein, hier ist Flaps auf 5, okay, dann haben wir das, Fenster schließen. Ja, ich hole mir jetzt erstmal die Freigabe für Alicante, währenddessen mache ich schon mal die Lichter an. Jetzt seht ihr schon da das Licht. Gut. Also, wir sind jetzt hier, die Lichter sind an. Es kann losgehen für Ryanair Flug. Keine Ahnung wie viel. Die Flugnummer weiß ich nicht. Gut. Dann kommt jetzt der Pushback. Ihr drückt auf Umschalt P. Und dann setzt die Maschine nach hinten, natürlich die Parkbremse raus. Und dann geht's nach hinten. Und ja, das kann eine Weile dauern. Hier mal die Ansicht aus Passagiersicht. Overwing. Hier ist es von vorne. Man kann sogar bei PMDG hier reingucken. Blöd ist natürlich, dass hier keine Leute sitzen. Da ist eine Air France Regional. Lufthansa, naja. Und hier sieht man das von hinten. So. Jetzt werden wir gedreht. Das muss man machen, indem man Umschalt P und dann 2 gedrückt hält. Da sieht man hier jetzt schön Air France und schön in die Turbine rein. Los, rein in die Turbine, rein in die Turbine. Ich will von der Turbine eingesaugt werden. Ja, ja, jetzt habe ich sie.
gar nicht so einfach. Ah, dann nehme ich die. Egal. So. Naja, das kann man schon ein bisschen besser als ich jetzt. Jetzt machen wir die Anweisungen vor dem Rollen. Also wir stellen die Auto-Brakes auf RTO, fahren die Klappen auf 5 aus und stellen den Autopiloten ein. Was hatten wir für eine Reisehöhe? Ah, fuck. Was war die Reisehöhe? Ach ja, 36.000, genau. Dafür hat man das. Also, wir stellen Autopilot auf 36.000 ein. Und das Heading setzen wir dann auf LNAV. So, die Flaps sind, glaube ich, auch schon draußen. Ja, genau, das ist der Fall. Dann können wir jetzt Takeoff machen. Oder wir können erstmal zur Bahn rollen. Ja, also jetzt nochmal so ein paar Worte. Ich mag PMDG sehr gerne, weil das erstens sehr realistisch dargestellt ist. Es ist ein sehr schöner Sound. Man kann gut damit umgehen. Klar, es ist sehr schwer für Einsteiger, das Cockpit vor allem zu verstehen. Aber es ist, denke ich, auch eine sehr gute Methode, um gut zu fliegen. Es gibt Höhenansagen, das erleichtert das Landen. Es gibt gute Flugpläne. Es gibt auf jeden Fall gute Wingviews. Es gibt gute Flugzeugansichten, vor allem, wenn man sich das hier an, auch am Wing. Ich rate jetzt hier so ein bisschen lang, weil ich will langsam mal starten. Also nicht, dass ihr denkt, es ist jetzt abends. Nein, es ist morgens. Wir werden dann auf Reisehöhe sein. Dann wird es auf jeden Fall sehr hell sein. Also nicht, dass ihr denkt, ich sehe gleich hier gar nichts mehr, weil es alles zu dunkel ist. Das Cockpit licht das an. Ich mache jetzt kurz die Checkliste vor dem Start. Das ist halt immer so. Also das ist halt normal, Standard, um zu checken, ob alles okay ist. Oder um zu checken, ob alles gecheckt ist. Also, RTO, Klappen auf 5. Autopilot eingestellt, Route geplant, Höhe richtig, ja, Checkliste abgeschlossen, das war's. Geht schnell. So, wir gucken mal raus, da vorne ist die Bahn, die ganzen Passagiere sehen noch sehr okay aus, obwohl da gar keiner drin sitzt. Dann schon mal langsam zum Kontrollturm gehen. Das Coole hier ist, man kann ja auch Scheiben... Oh, jetzt habe ich Pause gedrückt. Man kann ja auch den Scheibenwischer aktivieren. Habe auch noch nicht gewusst. Guckt euch das an. Das ist schon mal was Tolles. Aber es regnet noch nicht, also können wir den wieder ausschalten. So. Gut, wir sind jetzt an der Bahn, wir holen uns die Streckenfreigabe von Bremen Kontrollturm. Ja, 5644 ist die Flugnummer. 5644, okay. 5644. Gut, wir haben Starterlaubnis. Ich drehe jetzt mal auf die Bahn. Da ist die Bahn. Und dann denke ich mal, mache ich gleich den Takeoff. Schöner Sound. Jetzt hängt's. Wieso hängt's? Ah, besser. Ein schöner Takeoff. Das können wir auch eigentlich aus dem virtuellen Cockpit machen. So. Wir haben jetzt 110 Knoten. So, 130. Da hinten ist die Bahn vorbei. Wir sollten mal ziehen. Und dann schwebt das Flugzeug auch schon. Noch ist es ziemlich am Morgen. Sehr früh.
Ryan erhebt ab. Und wir genießen den Ausblick auf die Weser. Gut, wir gehen jetzt ins Cockpit und sehen, dass wir jetzt nach rechts drehen müssen. Dann ist es Zeit, die Autobrakes wieder auf off zu stellen und gucken, dass sich die Steigrate nicht verringert oder erhöht. Dann drehen wir auf Kurs 140. Also der Autopilot fliegt nur mal so. Das bin nicht ich. Das wäre nämlich schon ziemlich professionell, was ich jetzt machen würde. Aber wir drehen gleich mal voll, dann haben wir das gleich. So. Fuß, wir können dann mal rausgucken. Ach scheiße, ich habe das Fahrwerk gar nicht eingefahren. Ja, das ist natürlich ein Fehler, den man begehen kann, wenn man natürlich im Cockpit sitzt und sich zu sehr auf das Video konzentriert. Wir können auch gleich die Klappen einfahren. Da ist der Airport. Ein sehr schönes Bild. So, wir sind jetzt unterwegs und ich sage, ich mache jetzt mal einen kleinen Cut und bin bis... ja, in ein paar Minuten wieder da. Bis gleich. So, ich bin wieder da und wir sind jetzt auf Reisehöhe. 36.000 Fuß halten wir. Und ihr müsst ja nicht auf die Geschwindigkeit achten. Es sind nicht wirklich 245 Knoten. Das ist falsch. Es ist eine Angabe von PNDG. In Wirklichkeit sind das jetzt 447. Also müsst ihr euch einfach 200 dazu denken. Das ist falsch. Nur, dass ihr es wisst. Also, da muss eine 4 vor. Das heißt, ich habe jetzt die Reisehöhe festgelegt mit 460 Knoten als Reisegeschwindigkeit. Das sind knapp 890 km/h, wenn km/h rechnet. Und ja, es gibt jetzt eigentlich nicht viel zu sehen. Wir sind jetzt gerade, ich kann jetzt mal auf der Karte gucken, über einer großen Stadt. Und zwar, ja, das ist hier die Nähe. Ja, das ist Düsseldorf, Köln. Das ist Köln. Also... über Köln auf dem Weg von Bremen nach Spanien, nach Alicante, und ich melde mich dann später nochmal, weil das ist ja jetzt ziemlich langweilig. Bis dann. Tag, wieder zurück. Wir sind jetzt im Endanflug und ja, es hat ein bisschen länger gedauert jetzt, aber ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, weil man hat sowieso nichts verpasst. Es war langweilig. Die ganze Zeit das gleiche Wetter und alles. Ich bin jetzt auf 6000 auf dem Endanflug auf Alicante. Und ja, eigentlich nichts Besonderes zu berichten. Das Wasser sieht schön warm aus, da will man eigentlich gleich rein. Aber man muss halt erst noch an der Landung vorbei. Und die dauert. Die dauert nun mal. Die dauert. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Naja. Ich melde mich dann gleich nochmal im Endanflug, richtig. So Leute, ich bin zurück im Endanflug auf Alicante. Und ja, ich fahre jetzt mal die Klappen aus und das Fahrwerk raus. Und dann folgt nur noch das Aufsetzen.
Es ist schon ein bisschen turbulent hier oben. Deshalb ist es sehr, 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 sehr. So. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ich komme ein bisschen tief, das ist kein Problem. Wow, das war mal knapp. Hätte ja auch mal was sagen können. Wow. So, wir fahren das alles ein. Und fahren auf den Rollweg zum Gate. Und ich frage jetzt kein Gate an, ich fahre jetzt einfach mal und gucke, wo ist was frei. So eine blöde Kurve. So. Also, ich mache jetzt schon mal nach der Drehung hier jetzt auf den Taxiway. Auch wenn die total verkrüppelt aussieht, das ist halt nicht professionell. Also müsst ihr jetzt nicht so irgendwie denken, dass ich jetzt hier professionellster Flieger bin. Also. Ja, es ist auch wirklich nur kurvig hier. Kann man auch echt nicht mal irgendwas machen. So. Also die Landelichter wieder rein. Die auch und die lasse ich. Obwohl, das mache ich runter. So. Nehme ich einfach mal diese Position hier. Da ist ja nichts dabei. Upsala, jetzt bin ich auf Pause gekommen. Wie konnte das nur passieren? So. Sieht doch schon besser aus und wir stehen jetzt gleich in Alicante. Perfekt. Parkbremse rein. Lichter sind aus, Klappen sind drin. Wir haben es geschafft, wir sind in Alicante und ich sage ciao, ciao, bis bald, bis zum nächsten Video und schaut mal bei uns rein. Da gibt es jetzt ein paar neue Videos, die ihr noch gar nicht gesehen habt. Also könnt ihr mal unseren Kanal checken, abonnieren nicht vergessen und dann ist alles in Butter. Also danke, ciao.